Es wird ernst. Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope, Tower of Doom. Ganz genau. Wir haben beim letzten Mal wieder ein bisschen weitergemacht und heute machen wir hoffentlich fertig. Wir haben diesmal wieder nur zwei zur Auswahl. Wir müssen uns entscheiden. Also, welches Level sind wir? Wir sind Stufe 8. Warum sollte ich nicht das Rechte nehmen? Ja. Besiege Wagmänner. 7! Ja, weiß ich nicht, ob ich das will. Rechts haben wir aber tatsächlich eine größere Ausbeute. Deswegen würde ich sagen, machen wir den bösen Blick und gehen nach rechts. Wir wollen es ja auch nicht so einfach haben. Weil das Game ja nicht schon schwer genug ist. Guys, falls ihr die letzten Folgen verpasst habt, die letzte Folge ist oben auf dem i nochmal verlinkt. Und die Playlist ist auch später nochmal oben auf dem i. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Channel, um keine weiteren DLCs von Mario & Rabbids mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, let's go rein da. Wir dashen erstmal den ersten weg und den zweiten. Und wir dashen nochmal. Mario macht auch nochmal einen Dash rein da. Let's go. Da wir ja nur die bekämpfen müssen, würde ich auch erstmal nur auf die ballern. Wobei Bowser kann halt voll... Nein. Rebella, da in die Masse. Hui, das wäre krass. So ist eigentlich am schlausten. Vom Damage her. Ja. Und wenn Bowie jetzt noch hier hin, dann sind alle drei down. Und wir spawnen die Robo-Koopas, die sich um den direkt neben uns kümmern. Dann ist das doch wundervoll. Let's go. Let's go, es läuft viel zu gut. Es läuft schon wieder viel zu gut. Ich habe Angst. Vor dem, was mich erwarten könnte. Warum nicht? Der ist halt krass. Also glaube ich. Ja, let's go, hä? Natürlich ist er krass. Wir können nichts mehr machen. Wir geben den Zug ab und schauen, was unsere Gegner tun. Erstmal gar nichts. Hui. Vielleicht tun die aber auch doch was. Oh, die machen sehr wenig Schaden. Rebella und Bowser in diese Masse rein. Eskalation. Gar nicht gut, dass sie so viele beschwören können. Kannst du es auch nochmal 10-mal machen? Vielleicht bin ich dann tot. Ich muss dringend zu einem Psychologen. Zu gut. Zu gut. Oh, er hat halt die Big Distance. Ich schicke Bowser einfach vor. Weil Bowser kann noch gut Damage nehmen. Ja, schieß. Solange du mich nicht runterholst, bin ich cool. So. Wie gut. Das ist auch cinematisch, sieht das richtig krass aus. Wenn ich mich schlau anstelle, dann... Nee, okay. Weiß, keinen von denen müssen wir. Wir müssen nur noch den hier machen. Da wird es jetzt richtig konzentriert drauf, den noch rauszunehmen. Let's go. Let's go. Hätte zu gut.
Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal die ganzen Coins, die so hier rumliegen. Let's go. Wichtig, wichtig. Ich habe gelernt, dass Coins wichtig sind. Okay, direkt wechseln zum nächsten, zu Bowie. Wieder hoch zu Rebella, weil hier sind Dinge gespawnt. Oh, das ist smart so. Hier unten noch welche? Nö. Doch. Oh, let's go. Straight up in mir gespawnt. Wichtig und richtig. So, KP werden wieder aufgefüllt. Und Stufenaufstieg. Unser Reward ist not bad. Wir kriegen Reflexes und den Aqua Shaker. Beide werde ich vermutlich direkt ausrüsten. Und dann sind es nur noch zwei Kämpfe. Und die werden wir auf jeden Fall heute noch machen. Wir gehen erstmal zu unserem lieben Freund, dem Rabattbot, der uns hier zwei Dinger verkaufen kann. Und dann werde ich mal ganz kurz hier ein bisschen die Sachen verteilen. Dann schauen wir doch mal, was wir tun. Oh ja, save das erste, weil wir Rabbit Rosalina bekommen. Oder? 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 Ja. Ja, auf jeden Fall. Rabbit Rosalina, so ein starker Charakter. Direkt gegen Mario austauschen und wieder mein Standard-Main-Team, mit dem wir auch den Endboss gemeistert haben. Also, eine schlechte Entscheidung sieht anders aus. So. Ich habe ein bisschen Dinge verteilt und Sachen gekauft. Ja. Ach, es ist nur ein Erreicher, das Gebiet. Wäre immer geschenkt. Bowser hat halt am meisten Leben. Deswegen schicke ich ihn mal vor. Das war, by the way, so geplant. Ich will hier schon. Let's go, wir können ihn zweimal treffen. Rein da. Boom, boom. Zack, zack. Let's go. Let's go. Let's go. Wirklich. Also, das ist ja so unfassbar. Ich will einen Skip-Button für die Robo-Koopas. Weil die laufen alle so lange und das dauert immer eine Zeit. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu slow. Oh, ich treffe den Kollegen da gar nicht. Warum kann ich den aufheben? Ich kann den werfen. Wie cool. Wusste ich gar nicht. Rein da. Bumm. Alright. Let's go. Ist ja nicht noch ein anderer Gegner? Nur so. Ach ja, da hinten. Komplett am anderen Ende. Ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein sehr, sehr stronges Team bisher aufgebaut. Oh no, Mario wird davon getroffen. Ja, okay. Das war nicht mein Ziel. Ist gar nicht so schlimm. Denn wir werden das trotzdem meistern. Habe ich gehört. Es ist ja nur durchlaufen. Zu gut. Er muss noch... Bowie muss noch ein Stückchen weiter. Wunderbar. Los. Somit kann Bowie auch von ihr abspringen. Vorsichtig mit diesem Explosionsradius. Let's go rein da. Wundervoll. Ich würde gerne zu Mario switchen. Wir können Rebella noch... Rebella kann noch ein Stück vor. Das heißt, wir können mit Mario wieder ein bisschen mehr Distanz rausholen. Mario kann vor allen Dingen auch sehr, sehr lange fliegen. Boom, boom. Komm bitte. Hier schön lacken. Komm. Zu schön. Zu schön. Kann man nicht anders sagen. Strong. Auch er da hinten verlässt sein Leben. Minus 1. Ja, ja.
Eigentlich habe ich kein Bedürfnis mehr. Nächste Runde steht auf jeden Fall unser Win an. Zu gut, zu gut. Und dann 10/10. Etage im Tower. Minecraft Dungeons mäßig. Endboss. Wenn es keinen guten Endboss gibt, ich heule. Bowser, let's finish this sheet. Boom. Zu schön. Oh ja, Münzen. Ich spiele als Bowser. Geh straight up hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Mario! Wo steht Rebella? Komplett zu weit weg. Runter, runter, runter. Oh, ich hätte auch runterlaufen können. Ich glaube aber, das hätte länger gedauert. Mario nochmal. Okay, okay, hier gibt's nochmal am meisten Coins. Ah! Mit Bowser hätte ich die noch holen können. Okay, wundervoll. Oh lol, man kann hier die Kamera bewegen. Wusstet ihr das? Ich nicht. Max KP aufgefüllt. Bisschen den Stufenaufstieg. Und Rapid Rosalina, let's go! Ach ja. Dann würde ich sagen, holen wir Rapid Rosalina doch direkt mal ins Team hinein. Anstelle von unserem liebsten Freund Mario. Und ich werde hier mal wieder alles zuweisen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Guys. Kommen wir zum Boss. Besiege Riesen Goomba. Und wir kriegen dafür einen neuen Waffenskin. Riesen Goomba ist der Endboss des DLCs. Ja, gut. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach an, ohne groß rumzumeckern. Und was bekommen wir? Okay, okay. Showtime. Ich will 5000. 5000. Aber der hat ja kein Verfolgungsgedöns, oder doch? Nee, hat er nicht. Deswegen, smartes Verteilen ist wichtig. Treffe ich von hier überhaupt? Ja, aber ich treffe zuerst das Ding, deswegen... Von hier? Nee, von hier. Auf den Kollegen direkt. Let's go, rein da. Bam, 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 bam. Rabbit Rosalina teilt halt einfach so geisteskrank gut aus. Ah, kann ich überhaupt hitten hier? Ja, kann ich. Wir werfen scheinbar richtig schön oben drüber. Oh yes, schön den Damage reindrücken. Die Sache, die mir gerade auffällt, wir haben jetzt alle unsere Kräfte gemacht und sind so roundabout ein Viertel. Das heißt, wenn wir uns 4 Runden lang nur auf ihn konzentrieren würden, würden wir ihn finishen? Ja, safe nicht. Boom. Nein? Warum explodieren die jetzt nicht? Die stehen doch genauso im Radius. Die sind manchmal ein bisschen weird. Aber es ist gar nicht so schlimm. So. Imagine, das wär krass. Wobei doch, Rabbit Rosalina steht im Verhältnis zu den anderen relativ frei, den Gegnern, die weiter hinten sind, gegenüber. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier doch mal zitten. Oh, ein Magikooper stellt sich uns in den Weg. Das ist genau das, was ich meine. Ui. Das war krass. Warum kriegen die beim ersten Mal einfach kein Damage? Doppelt rein da. Warte, warte, warte. Nee, doch, passt. Rein da. Wada wham. Wada da wham. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit unserer Strategie. Boah, das könnte halt krass sein. Let's go. Der ist immun dagegen, aber es macht halt trotzdem Damage. So ist es nicht, gell? Rein da.
Boom. Und mit... Oh, können wir nicht mehr. Nein. Lohnt sich nicht. Wir geben den Zug ab. Und lassen den Gegner nochmal machen. Nächste Runde sollte der auf jeden Fall down sein. Das wäre zu schön. Da hätte ich jetzt doch vielleicht von Rebella noch ihr Ding zünden können. Ja, aber ihr spawnt noch nicht. Okay. Oh, Rabbit Rosalina ist die, die fast keine Leben mehr hat. Ach so. Ja, das funktioniert schon. Würde bitte... Oh, ich bin out of... er ist out of range. Rein da! Boah, fast nur Crits getankt. Let's go. Ah, reached ihn halt nicht. Rein da. Bumm. Warum nicht direkt wieder Robo-Koopas aufs Feld schicken? Geisteskrank. Der Damage ist wichtig. Jetzt muss ich nur überlegen. Jetzt kommt das Schwierige. Jetzt kommt der schwierigere Part. Soll ich... Also ich kann auf jeden Fall schießen. Muss dann aber safe eine Heilung reinmachen. Nee, muss ich gar nicht. Let's go, er ist einfach down. Wundervoll. Die Zukunft ist nicht völlig vorherbestimmt und nicht einmal ich hätte diesen unvermuteten Triumph unserer Helden vorhersagen können. So wenig wie das, was anschließend kam. Spawny war überglücklich, die Helden wiederzusehen. Doch war er nicht mehr der schüchterne Rabbit von einst. Spawny, den die Wunder des Universums schon immer fasziniert hatten, hatte die dramatischen Ereignisse um den Megabug hinter sich gelassen und durchstreifte die Galaxie auf der Suche nach sich selbst. Naiv? Vielleicht. Doch im Grunde seines Herzens wusste er, dass ihm seine alten Freunde im Augenblick der Gefahr beistehen würden. Und er behielt Recht. Spawny sagte den Helden, lebe wohl, und machte sich auf die Suche nach weiteren lebensbejahenden Erfahrungen, an denen er wachsen konnte. Unterdessen hatte ich eine Offenbarung. Nicht ich war es, die das Schicksal bestrafen wollte. Warum auch? Es mussten die Helden sein. Deshalb will ich sie ermutigen, immer wieder zurückzukehren, um die Grenzen ihres Mutes, ihrer Kraft und ihrer Hoffnung zu überschreiten. Und zwar im Turm der Verlorenen! Expedition erfolgreich. Oh, und wir sehen jetzt, was wir freigeschalten haben. Oh, wie cool, wie cool. 37 Züge, 6 KOs, 59 Besiegte. Hä, das ist mega cool. Und ein geisteskrank schönen Waffenskin. Den werde ich benutzen. Und den Premium-Modus. Es gibt verschiedene Modi. Wir werden nicht alle spielen. Wie viele gibt es? Ich will wissen, wie viele es gibt. Und dann werden wir vielleicht entscheiden, wie viele wir machen. Wir reden nochmal mit dir. Ihr seid wieder da. Ausgezeichnet. Nach welchem Turm der verlorenen Erlebnis steht euch der Sinn? Klassisch oder Premium? Wir kriegen wieder einen Waffenskin. Okay, das geht jetzt scheinbar immer so weiter. Aber Geist, das ist was...
Das ist vermutlich immer wieder das Gleiche. Das ist halt immer wieder so towermäßig aufgebaut, dass wir ein paar Kämpfe haben, dann einen Endboss und dann kriegen wir einen neuen Waffenskin. Und ja, das ist cool, es macht auch mega viel Spaß, aber für ein Videoprojekt ist das, glaube ich, zu viel und zu lang. Wer weiß, wie viele Modi danach noch kommen. Bei Premium-Modus steht 1 drauf, jetzt imagine, es geht bis 10. Das wären halt wieder nochmal 30 Videos. Und das ist einfach zu viel. Das ist vielleicht, was man mal streamen könnte oder so, Guys. Ich hoffe, ihr versteht das auch. Und an der Stelle würde ich es dann beenden. Wir sehen uns im nächsten DLC wieder. Genau an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Ciao, ciao, Leute.